Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt möchte ich euch heute den günstigsten Lightstrip vorstellen, was das Längen-Preis-Verhältnis angeht, welchen ich jemals hier auf meinem Kanal präsentiert habe. Es geht um den Lightstrip von Arote Licht. Arote Licht hat schon einige Lightstrips oder generell Beleuchtungselemente auf den Markt gebracht. Dieser Lightstrip hier ist steuerbar mit dem Amazon Echo, Google Home, IFTTT und besitzt 5 Meter Länge und ihr bekommt ihn heute anstelle von 18 für 15 Euro. Warum der so günstig ist, wie er funktioniert und ob man ihn gewissenhaft einsetzen kann, das werden wir uns alles in diesem Video einmal zusammen anschauen. Wie immer habe ich euch den Link zum Deal einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Seid aber auf jeden Fall schnell, wenn ihr diesen Lightstrip haben wollt, denn ich weiß wie immer nicht, wie lange das Angebot gültig ist und nutzt das aus. 5 Meter Lightstrip. Strip, wie gesagt, für 15 Euro. Das ist extrem günstig, muss man ganz ehrlich sagen. Das günstigste, was ich bisher präsentiert hatte, war ein 2,8 Meter Lightstrip für 12 Euro. Und das fand ich schon extrem. Aber hier tatsächlich mit 5 Meter Länge, da sollte man sich dann schon mal fragen, ob das Ganze denn tatsächlich gut ist oder ob man da doch besser einen anderen Hersteller bevorzugt. Wenn er bei euch ankommt, vernünftige Verarbeitung macht erstmal einen guten Eindruck, finde ich persönlich zumindest nicht nachteilig, gerade gegenüber anderen Lightstrips in den günstigen Preiskategorien. Mich erinnert das ganze Teil stark an den Lightstrip von Maxio, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob hier die Hersteller irgendwie zusammenarbeiten oder nicht, man weiß es nicht, aber ich muss wirklich sagen, es ist schon sehr stark dran. Gerade auch was Netzteil etc. angeht, ihr habt zusätzlich eine Fernbedienung, die hier mitgeliefert wird, aber Kernstück ist natürlich die Steuerung über App und dementsprechend natürlich nachher auch über Sprache. Installation klappt genauso wie bei anderen Lightstrip, aber, und hier kommt ein ganz großer Pluspunkt, im Vergleich zu anderen Lightstrips könnt ihr diesen auch kürzen. Ihr solltet allerdings die Anleitung beherzigen, wenn ihr ihn kürzen wollt. Es gibt Marker sozusagen, wo ihr kürzen könnt. Und dann könnt ihr ohne Probleme das Ding auch abschneiden. Es sei doch dazu gesagt, es ist so wie bei allen anderen Lightstrips inklusive Philips Hue. An den Stellen, wo ihr kürzt, könnt ihr nicht wieder verlängern. Das heißt, einmal gekürzt und Sense. Genauso wie ihr den Lightstrip auch nicht auf 10 Meter verlängern könnt. Der ist auf 5 Meter. Ihr könnt ihn dann zwar auch runterkürzen, aber mehr könnt ihr jetzt hier nicht dran packen. Ich finde, 5 Meter ist absolut ausreichend, aber trotzdem sei definitiv einmal dazu gesagt. Wenn ihr dann einmal das Ganze mit der App Magic Home eingerichtet habt, dann könnt ihr hier auch perfekt über den Farbkreis Farbschemen kalibrieren und ihr könnt natürlich auch Zeitpläne festlegen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Kernstück der ganzen Geschichte ist natürlich dann die Steuerung über Sprache. Hier war ich wirklich positiv begeistert, denn ähnlich, und dann nehme ich wieder Maxio auch als Beispiel, wie bei diesem Lightstrip habt ihr hier eine sehr, sehr gute Steuerbarkeit über die Sprachsteuerung. Finde ich persönlich toll, funktioniert gut und da frage ich mich dann doch schon etwas mehr, ob nicht hier vielleicht tatsächlich der gleiche Lightstrip mir vorliegt, weil auch der von Maxio auch 5 Meter hat und sich komplett gleich steuern lässt. Andere App-Plattform, okay, aber was sonst die Verarbeitung etc. angeht, ist das exakt das gleiche Teil. Von daher denke ich, dass ihr hier ein sehr gutes Schnäppchen machen könnt, wenn ihr auf der Suche seid nach einem 5 Meter Lightstrip. Ich persönlich habe positive Erfahrungen und kann euch nur sagen, hier ist definitiv ein Lightstrip am Start, welcher Maxios Lightstrip doch sehr ähnlich ist, wenn es nicht sogar das gleiche Produkt ist. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, 15 Euro günstiger an der Stelle. Von daher nutzt das aus. Lightstrip bekommt ihr euch heute, wie gesagt, für 15 Euro. Standardmäßig kostet das Teil 18. Link natürlich zum Deal einmal in der Infobox für euch. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen zum Lightstrip, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Jeden Tag in der Woche gibt es mindestens zweimal am Tag alle aktuellen Deals, News, Reviews und Tests und natürlich Talk-Videos aus der Smart Home und Technikwelt. Deswegen seid auf jeden Fall das nächste Video wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute.
Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.